Herzlich willkommen zu weiteren Folge Karte auf den Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Weihnachtsfeiertag. Hoffe, ihr habt hier auf was bekommen und schöne Gaben gekriegt. Wenn nicht, naja, gut. Ne? Hauptsache Gesundheit ist immer noch wichtiger als andere. Ich werde mir auch was schenken, keine Ahnung was, aber ich habe mir noch ein ganzes Jahr was gekönnt. Ne? So, jetzt schaue ich mal, wir haben Dolly gekauft. Jetzt geht's weiter, jetzt wollen wir noch einen Traktor nehmen. Für den Beführungskurs, dann werden wir den mal jetzt hier abhängen. Weil mit dem LKW halte ich persönlich keine gute Lösung. Den stellen wir hier rechts weg oder wir fahren zum Hof, mal sehen. Wir fahren mal zum Hof und nehmen wir den großen Glas. Denn hier mit dem LKW, seht ihr selber, teilweise springt er wie junger Gott. Nicht lenkbar mit Anhänger und so, da geht immer quer. Und bei mit Crossplay ist mir doch lieber, wenn wir das jetzt mit dem Traktor machen. Da war so mal in der Innensicht, ne, da müssen wir was sehen können. Beziehungsweise hier die Straße besser sehen können. Den LKW behalten wir trotzdem. Für Viehtransport erstmal mal sehen. Weil die müssen wir irgendwann mal die Ferkel zum anderen Stall bringen. Aber das ist eine Aufgabe, sagen wir mal ganz vorsichtig, für die ganze Folge. Weil wir auch entsprechend Futter reinbringen müssen. Beziehungsweise das Wasser erstmal klären müssen, wie es am besten geht. So, da ist er drin, der LKW. So. Jetzt schauen wir mal nach dem anderen Traktor. Der ist, denke ich mal, viel gut geeignet. Der sollte genug PS haben. Das bietet sich gerade an, der ist gerade auch voll. So können wir hier später noch Strom wegfahren. Ja, wie gesagt, das ist immer einer am anderen, die Ernte ist mir wichtiger. Unser Stroh rennt ja nicht weg. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Aussaat beginnt bei mir im Herbst, und zwar in der Mitte ungefähr. Vorher möchte ich kalt werden, wenn notwendig geflügt werden. Meines Wissens wird nicht geflügt. Außer bei Mais vielleicht. Aber Mais sind wir noch nicht. Mais machen wir zum Schluss. Nur aus technischen Gründen, weil erst noch nicht reif ist, zweitens. Weil es eh auch bei Regen gehen würde. Ne? Deswegen machen wir erstmal jetzt hier unsere Überladerwagen, die wir noch haben. Ganz schnell. Aber den können wir auch mieten, das ist nicht das Problem. So, dann fahren wir den mal wieder hinter die Halle. Jetzt holen wir den Dolly ab. Und dann werden wir schön Überführungskurs einfahren für von Feld Nummer 12. Schauen wir mal, am besten hinkriegen. Nee, anders würden wir ja was umdisponieren, von der anderen Seite fahren oder so, mal sehen. Gras kommt mir auch noch später, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Weil das muss nämlich alles in Hand gehen, das muss gleich gepresst werden, sonst haben wir ja Heu. Und Heu einpressen, ja, ich brauche kein Heu, sag mal so. Wir müssen mal schauen, ob wir BGH und Signalverkauf kriegen jetzt noch. Und dann sehen wir weiter. Der Tag ist früh, wir werden mal sehen, ob wir irgendwie runterkommen. Wir haben richtig schön warme Temperaturen. Luft 15 Grad. Berauschend. Aber der Boden hat 19 Grad. Ja, die Ernte für 12 ist soweit, naja. Ist ein Vorbereitung, aber so. Gerät Nummer 2 muss entladen werden. Das ist typisch. Aber wenn man 3 hat, arbeiten hier, dann können wir den auch brauchen. Ne?
Aber ich wollte ja so alles so nebenbei mal sehen, dass wir das hier alles vorbereiten. Ich habe vergessen, den Dolly. Ja, dann machen wir zum Händler fahren, ne? Aber wir müssen mal sehen, was wir den anderen mal erledigt kriegen. Alles Tüdlichkeit, ne? Also vergesslich oder wie man nennen würde. So, das ist Folge Nummer 6. Naja. Noch zwei oder haben wir hatten, ne, noch eine haben wir Halbzeit. Aber gut, das hätte ich ja gestern schon machen wollen, aber war ich so auf dem Posten, ich ging mir nicht so gut. Und dann bin ich relativ früh ins Bett. Anführungszeichen früh. Und das muss ich jetzt heute machen, ne? Also heute, ja, bald Richtung 14 Uhr. Wollen wir ein bisschen sputen. Wir werden ja alles nicht noch schaffen. Was wir schaffen wollen. So, der kann arbeiten, dann können wir den anderen wieder einspringen und dann entsprechend. Wie gesagt, Kalk machen wir später. Kalk und juckt die Nase. Ja, der hat sogar hier ein Navi drin. Müsste nur funktionieren, ne? Das wäre perfekt. Ja, so eine große Welt. Wo man von einer Karte zur anderen Karte fahren würde. Wo man faktisch ein Tor reinfährt und dann erscheint man in der anderen Gegend. Je nach Entfernung, nach einer gewissen Zeit. Also hier rechts eine kurz Karte wird geladen und dann ist man dann hier in Thüringen, ne? Zum Beispiel. Dass die Karten nach Region entsprechend Tore bekommen. Und dann, also beim Straßenende raus und dann kommt man zur nächsten Karte, was meinetwegen dann hier, was ich in Niedersachsen oder keine Ahnung, was da halt man nächstes eine Karte geben würde. Und dann kommt man irgendwann nach Thüringen. Natürlich, wenn man mit dem LKW fährt, wenn früher da ist, wenn man vielleicht Traktor fährt, ne? Dann kann man in Thüringen was verkaufen. Dinkel oder so, was man da nicht herstellen kann. So, jetzt geht's zum Händler und dann gehen wir uns einen Dolly holen. Dann können wir uns gleich den links kaufen. Überladewagen haben wir garantiert nicht. Der erste war nicht der schnellste mit 53 km/h, aber da kann die Dinger so ziehen, wenn wir die zwei Hänger mal genauer angucken hier, ne? Ist ja weiter, da kann man mal angucken. Also ich wünsche auch allen frohe Weihnachten. Und hier für Neujahr, das kommt ja auch noch, ne? Ist in der Halle was gemacht worden, hier so ein Dolly. Da wenn ein Kartenupdate kommt, da kann man hier mal Aktualisierung. Wie fleißig Geld spenden, immer wieder. Ich bin schon so lange dabei, ob ich auf eine goldene Karte komme. Oha. Wahnsinn, schon so lange. Ich bin der Meinung, naja, er macht sich viel Arbeit. Bis nochmal zum Zucker. Wenn ich mir ein Spiel kaufe, gebe ich auch Geld aus. Hole ich mir ein DLC, gebe ich auch Geld aus. Und da kann man auch denjenigen, der das in einer Freizeit macht, ein bisschen unterstützen. Man muss ja auch nicht so viel geben, aber ein bisschen regelmäßig, dann kann er mit planen und dann kann er vor allen Dingen kann man immer wieder hoffen, dass man im nächsten Jahr auch eine Karte kriegen, ne? Wenn der 21er kommt. Denn diese Originalkarten, das ist nichts für mich. Wir werden die anfangs spielen, weil anfangs ja natürlich kann kein Modder die Karten entsprechend vorher machen, ne? Das ist ja so. Also man muss aber die nötigen Programme für haben. Vielleicht kann man das eine oder andere übernehmen von der alten Version. Ist gut möglich. Aber machen wir nichts vor. Das kostet alles Zeit. Programmieren. Vor allem immer schön immer auf aktuellen Stand halten. Und wenn Fehler sind, auch mal zu korrigieren.
soll ein bisschen belohnt werden. Dann ich kann nicht verstehen, wenn einige sagen, oh, schon wieder Upload, ja. Außer bekommt er auch einen kleinen Anteil davon. Ja. Keine Ahnung, wie viel und wie viel das sein könnte, weiß ich nicht. Ist auch nicht mein Problem. Aber wenn derjenige Zeit hat, dann kann man ja auch im Prinzip, muss man halt warten, ne? Wenn man schneller haben will, muss man halt ein bisschen was kaufen. Da sind wir, ein bisschen wenden. Kommen wir hier rum. Wir kommen rum, das ist gut. Da können wir den Kurs entfahren. Na jetzt und letzten Meter. Ah, das ist so ein Rückwärtsfahren mit Dolly, das ist immer so eine Sache. Jetzt in die andere Richtung. So, das wäre fertig. Mittlerweile haben wir schon den zweiten Feiertag. Wünsche ich auch alle frohe Weihnachten. Ne? Habe ich glaube ich schon, aber jetzt auch nochmal. Und dann ist ja auch wieder voll. Dann machen wir den Stroh nebenbei. Wollen wir noch programmieren. Bevor wir die anderen losdüsen lassen, hier in einen Strohabfahrer fahren lassen. Wenn man alleine ist, ist es ein bisschen aufwendiger. Aber man schafft es auch. Man muss ja nicht alle Felder haben, ne? Also du musst halt nicht. Aber wenn ihr was erreichen wollt, müssen wir noch Felder kaufen. Und wir haben auch 3 Millionen schon. Ne? Naja, gut, aber. Also die Brauerei, naja, gut, da müssen wir ein paar Paletten verkaufen. Ne? Ein paar müssen wir noch haben. Dass wir eigentlich noch ein paar verkaufen können. Paletten. OBS-Platten, wie all die Dinge heißen. Entschuldigung. So, ist voll. Kann er weiterarbeiten und ich kann mir ja fürs Lager reinbringen, ne? Die Brauerei, ich weiß nicht genau, ob wir noch hinkriegen. Wir müssen natürlich erst die Malz zurückkaufen. Naja, es wird sich auch rentieren, weil wir auch noch Futter kriegen, die Schweine, ne? Der Grunde. Hochwertiges Futter. So. Diese LKW haben wir schon geschlendert hier. Kipp ab, Junge, kipp ab. Ja, es ist schon wieder, ne? Ja, leicht erhöht, denke ich mal. Das ist typisch. Typisch, wenn ich frei habe, kommt so ein Mist auf mich zu. Ich habe vor 2 Tagen gemerkt, dass hier irgendwas im Busch ist. Beginnt meist mit Halsweh. Natürlich, schlecht schlafen kann dabei, entsprechend die Krankheit schon mal vorprogrammiert, also der volle Ausbruch. Das befürchte ich jetzt in den nächsten Tagen, naja, wird gleich besser werden. Warum kann ich nie aufschlafen, warum muss ich entsprechend früher aufstehen? Aber ich habe alles fertig, bis auf die Aufnahmen. Ansonsten ist das Auto ist fertig getankt, Öl ist geprüft, Reifen ist Luftdruck drin, alles. Wieder gekauft habe ich auch, ab morgen. Und dann ist es gut.
Muss ich nur ankleben, darf ich nicht vergessen. Sonst wird es teuer auf der Autobahn. So, der ist dabei. Jetzt können wir mal über Führungskurs entfahren. Aber erst mal fahren wir die ein bisschen wegfahren. Dass die Einfahrt ein bisschen Platz hat. Und dann können wir den Kurs berechnen machen für 3. Und dann machen wir schön mit 3 Kurs, ne? Wenn so ein Feld ist an sich kein Problem. Wir müssen mal schauen, Überladerwagen. Wir müssen ja einen guten haben. Düngetechnik. Ladewagen bauen wir, glaube ich, auch noch ein. Den einen haben wir, glaube ich. Überladewagen. Den kaufen wir noch. Wir haben hier mehrere Sorten. Der kann auch alles fahren. Den wollte ich mal machen für. Für Dünger und Saatgut. 70.000, was ist daran anders? Und das ist nämlich der Original. Und der ist Mod. Und das ist der, der auch Silage fahren kann. Ja, ich habe viele Fahrzeuge und nutze ich im Prinzip nur selten. Nehmen wir den, ne? 400 PS braucht der. Was haben wir da eigentlich für Fahrzeuge? 400 PS haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Der braucht 240 und da braucht 4. Ist heftig. Das ist heftig. Aber das ist mir ganz schön heftig. Ah, der andere hat ja hier, der aktuell auf Feld Nummer Dings ist. Der hat 4 PS, da können wir den nehmen. Ach so. Den können wir kaufen. Können wir den hier holen. Der andere wird voll sein, ne? Das ist typisch. Aber kein Problem. Brauchen wir so einen zweiten, oder einen dritten. Je größer die Felder, umso besser ist es eigentlich, weil der hat auch gut, glaube ich, eine hohe PS, sagen wir mal so. Sieht nicht so aus, aber der hat auch. Chip Tuning mit, ich glaube, 400 PS oder 450 PS oder so. Ja, das läuft. Na, der Garage. Können wir sehen, was für ein altes Gebäude wir haben. Schon Wahnsinn. Strom wollen wir auch noch machen. So. Wir könnten auch so den PKW verkaufen. Der hat 530 PS, der fährt den anderen. Die sind ein bisschen weniger. Die haben ungefähr, der hat 270, 280 und der hat 600 PS. Nicht verkaufen. 600 PS hat er hier. Passt, ne? So, dann können wir gleich mal über Führungskurs einfahren. Zeitmäßig. Ja. Haben wir überzogen. Ich sage mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Und sieht sich dann zur nächsten Folge. Hoffe ich jedenfalls. Ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Dann sage ich mal Winke Winke. Bis. Ich hoffe zum nächsten Mal. Tschüss.